Die Mirage 3C. Stock. Hatte zwei Kanonen. Da und da. 30 mm, 125 Schuss. Schutz nicht vorhanden, war klar. Module vorne ein Radar, hinten ein Triebwerk und gut ist. Fliegen wir das Ding mal Stock, um zu gucken, wie sich es verhält. Cockpit. Was? Warum habe ich hier so ein... Ich finde es ein bisschen störend. Also, warum habe ich diesen... Also das Ding hier, das da. Warum ist das da? Radar ist einer... geht gerade so. Warum geht... Warum geht der Zielkreis mit? Seht ihr das? Warum geht der Zielkreis mit? Was soll das? Okay. Von außen sieht hübsch aus. Ein Einsitzer. Radar ist relativ breit. Es kann natürlich sein, dass es ein Phallus-Symbol ist. Machen wir Cockpit zu, gucken uns das Triebwerk an, wie es zündet. Keine Klappen. Okay. Bremse rein und Nachbrenner. Schön. Ansonsten ist Cockpit relativ übersichtlich. Ich bin wirklich irritiert über das. Warum bewegt sich das Zielfadenkreuz mit? Also jetzt ja, beim Gyro, weil ich mich bewege, aber warum bewegt es sich, wenn ich meinen Kopf bewege? Das sollte eigentlich nicht sein. Komisch. Klappen braucht keiner. So, jetzt kommt die übliche Frage, wo ist der scheiß Flieger hin? Rollrad ist in Ordnung. Okay. 400 km/h und ich bin noch nicht im Stall. Was schreit der Mensch da an mich ran? Ich versuche das Ding gerade in den Stall zu bringen, aber irgendwie. Na komm schon, Stall. Da kann ich bei 200 km/h nicht mehr viel machen, aber Stallen ist anders. Du sollst den Rot werden mit. Ah, okay. Ich krieg das Ding nicht in den Stall. Okay. Interessant. Extrem stabiles Flugzeug.
So, jetzt heißt es wieder Punkt suchen. Wo ist der Feind? Sehe ihn nicht. Sehe ihn nicht. Aber wie die anderen Chats, ich drücke den Joystick komplett nach unten und. Komm! Reaktion. Thema. Andere Chat, da war er gerade. Wo ist er hin? Komm, atmen, atmen, Pressatmung. Bin blind. Ich bin blind. Okay. Okay, verklemmen tun sie, aber ja, noch 19 Schuss übrig, das ist ja gar nichts. Interessant wirklich. Also ich habe es gerade mit aller Macht versucht, aber das Ding wollte nicht ins Tor. Modifikationen. Bauen wir das Ding mal aus. Ja. Mon Dieu. Und wir klicken uns den Arsch ab. So. Und wir haben noch ein Flugzeug erforscht, sehr schön. Payload. Kanonen und 29B, seit wann das? Die Matra R530. 5,5 Kilometer, 4 Kilometer, also ein Tick größere Reichweite, was das Aufschalten angeht. 2,7 Mach 1,7, einen Tick kleineren Sprengstoff, aber bei 8, nee, 10,37, nee, sogar mehr. Okay, mehr Sprengstoff, viel mehr Sprengstoff. Okay, also einfach besser als die Seitwander. Das ist nochmal die. Ach, da habe ich zwei. Hier habe ich eine. Moment, das muss ich mal angucken. Eine unten drunter, okay. Und hier habe ich zwei. Sehe ich das richtig? Zwei. Links und rechts am Flügel. Das ist aber nicht dieselben. Moment. Ich bin hier irritiert. R530E 550 jetzt. Und das hier ist die jetzt. Okay, andere Rakete. Andere Rakete. Sorry. Die Matra 550 Magic 1, 5,5, 9,30 G. Okay. Und zwei von der Sorte. Da habe ich zwei Kanonen. Okay, da habe ich eine Mischung. Da habe ich die große in der Mitte unten. Da kommen wir vom Design her schon recht nah an die Sparrow ran, würde ich fast sagen. Den war nicht schlecht. Modifikationen weiter gucken. Dann das Ganze nochmal mit einmal die große, zweimal die kleine. Dann, ach du Kacke. Sidewinders, eine Marta und 36 Zusatzraketen. Ja. 30 G ist, ja, einmal um die Ecke biegen, quasi. Dann haben wir das wieder mit verschiedenen Varianten der Luftbewaffnung. Oh, in den Norden, ja, da sehe ich es.
Die ATGMs, die ich immer noch in Sim nicht abschießen kann. Ich kann das Ding nicht losschießen. Ich krieg das, also ich kann es losschießen, aber ich kann es nicht lenken. 2x250, 2x400 Kilogramm, auch ein komischer Wert. 2x250 mit Sidewinders. 2x250 plus die Magics. 250 plus Raketen. 250 plus 72 Raketen. Das ist der Typ 23 und das hier ist der Typ 23. Warum habe ich hier? Oh, ein großer Tüppel an der Seite. Okay, anstatt den kleinen Behälter. Okay, einfach ein größerer Behälter. Bomben mit Sidewinder, das Ganze mit den 400 Kilogramm und dann eben nochmal zwei oder zwei. Okay. Testflug. Kein ballistischer Rechner zur Verfügung, okay. Da ist der Feindflieger, was sagt mein Radar? Sieht ihn nicht. Warum habe ich da überall blaue Marker? Okay. Ja, hochziehen so ab 300 ist in Ordnung, okay. Ja, ich weiß, ich schieße auf die Sonne. Ich möchte die Sonne aber nicht töten. Na komm schon. Von der Beschleunigung her muss ich sagen, boah, machen wir die zwei Bomben ab. Kann ich ja gleich nochmal testen. Scheiße, wo ist jetzt der Flieger hin? Da. War das jetzt die... Moment. Habe ich jetzt die richtige dabei gehabt? Testflug. Was ich auch noch gucken wollte, Sprit 42 Minuten ist Max. Okay. Jetzt probieren wir einfach mal diese. Wo ist er denn? Wo ist denn dieses fette Ding? Da. Ich bin wirklich irritiert, dass es mit dem, ja, egal. Die Kyro hat Anzeige mit dem Headtrack sich mitbewegt. Ich hasse solche Cockpits mit. Da ist er. Muss ich eigentlich jedes Mal ausschalten? Also
Das, oder fängt er automatisch von sich an, irgendwann zu suchen? Okay, also auch im Kurvenflug. Da ist auch nicht mehr wirklich viel dran an dem Flugzeug. Okay. So, jetzt kommt die typische. Ich versuche zu landen. Oh. Nicht jetzt, nicht jetzt. Ich habe vergessen, die Crew auszubauen. Und bei den Franzosen bin ich ja, was Flugzeug angeht, allgemein noch sehr niedrig. Also, wie gesagt, das Ding ist. Ich weiß nicht, ob das so bleibt, aber wenn es so bleibt, ist das Flugzeug stabiler als eine Zero. Okay, jetzt merke ich es langsam, aber selbst bei 200 km/h. Ja, ich sage ab, wie blöd, aber ich habe das Flugzeug trotzdem noch im Griff. Kommt zu schnell rein, tick zu hart, obwohl geht eigentlich. Bremsfallschirm sehe ich jetzt nicht. Oh Kacke. Oh nein, 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 nein. Süße Bremsklappen. Ich bin sprachlos. Also ja, die Starfighter hat mehr Power und gerade ausflugsichtlich und schlagbar und die Rollrate. Aber das Ding hier bei 200 km/h, ich weiß nicht, ob ich einen anderen Jet bei 200 km/h noch unter Kontrolle habe. Also schon. Nicht das Flugzeug. Wusstest du, da steht immer die richtige Uhrzeit oder steht da was anderes diesmal? Also da steht die Uhrzeit meines PCs bei jedem Flieger, auch schon beim Zweiten Weltkriegsflieger oder was meinst du? Du willst einen Tornado haben? Ich auch. Ja, wir haben es. Wo ist die Uhr? Wo ist sie? Man merkt, dass du nicht auf dem Cockpit hockst da. Nee, die Uhr ist falsch. Das ist nicht die Uhr. Wo ist die Uhr? Da ist die Uhr. Nee, da ist die Uhr. Ja, passt. Zeigt immer die PC-Zeit an. Bei jedem auch, schon bei den Zweiten Weltkriegsfliegern. Das ist ein guter Hinweis, wenn man sich mit VR mal ein bisschen verspielt hat und die Zeit verloren hat. Und ja. Das war die Mirage. Ich freue mich.